Hallöchen, 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 herzlich willkommen zu Darkness. Wir sind auf der Suche nach Lothnora mit Celyn an meiner Seite. Natürlich. Lothnora ist ein Name, den ich niemals richtig aussprechen können werde. Und ja, aber es ist quasi Scratches 2.0. Nein. Naja, irgendwie schon. Es ist sehr ähnlich. Also von der Prämisse des Spiels. Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts mehr über dieses Spiel. Außer, dass ich es mal gespielt habe und es ganz cool fand. Also sitze ich jetzt wieder mit einer Lösung. Ja, weil sie kann sich nicht dran erinnern. Und es ist sehr kompliziert, dieses Spiel aufzunehmen. Weil OBS will es einfach nicht erkennen, bis wir jetzt eben... haben wir ein bisschen drauf eingeschlagen und es bedroht, seine Mutter zu töten. Und jetzt nimmt es auf das Spiel auf. Deswegen starten wir auch ein neues Spiel. Auf Standard. Für Gelegenheitsspieler, ja. Dokument durchsuchen, Schaltfläche ist verfügbar. Das ist immer sehr gut. OCR und so. Los geht's. Weise Männer wissen, dass die Grenzen zwischen dem Realen und dem Irrealen häufig verschwimmen. Dass deine Tonqualität echt scheiße ist. Psychiatrische Klinik von Wellsmouth. Sie halten mich für verrückt. Das heißt, zwei Dorfbewohner hätten mich morgens 7 Meilen vor dem Dorf Windlabs gefunden. Ich hätte vor mich hingelacht und sinnlose Sätze gemurmelt, als ob ich mit mir selbst streiten würde, wie ein Verrückter in den dunklen Tiefen seines gnadenvollen Deliriums. Sie sagen auch, ich hätte auf alten Friedhöfen nach einem bestimmten Grab gesucht. Ja, das stimmt. Ich habe nach einem bestimmten Grab gesucht. Doch mein seltsames Verhalten hatte nichts mit Wahnsinn zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Wenn Sie wüssten, was ich alles erlebt habe, dann würden Sie mein Verhalten verstehen. Alles begann an einem kalten Tag im November. Ich hatte gerade voller Begeisterung den Fall des flüchtigen Verdächtigen Lothnora angenommen, dessen Verstand ich sehr bewunderte. Nach 5 Jahren bizarrer Reisen war er zurückgekehrt und wurde gleich in seinem ersten Fall des Mordes verdächtigt. Lothnora hat Wellsmouth vor 5 Jahren verlassen, doch ist er auch der Mann, der zurückgekommen ist? Das ist die Frage. Doch das zu beurteilen, überlasse ich den geschätzten Lesern dieser Zeit. Sie haben mir gesagt, dass ich jetzt seit 2 Wochen in der psychiatrischen Klinik von Wellsmouth bin. Schon so lange? Ich weiß es nicht. An die ersten 8 Tage kann ich mich nicht erinnern. Die Ärzte sagen, dass es mir täglich besser gehe. Sie lügen. Ich brauche jeden Tag länger, um mich zu erinnern, wo und sogar wer ich bin. Das ist der wichtigste Grund für diese Aufzeichnung. Ich muss mich davon überzeugen, dass ich wirklich verrückt bin. Denn ich weiß, dass ich vor der Nacht, als man mich fand, tiefer in die pechschwarzen Augen des Wahnsinns geblickt habe, als je ein Mann zuvor. Ja, ich bin verrückt. Denn alles, was ich gesehen habe, habe ich mit den Augen der allgegenwärtigen Seele des Wahnsinns gesehen. Oha. Krasse Lovecraftian Vibes. Finde ich gut. Und damit sind wir im Spiel tatsächlich. Ah, so. Und es ist wieder... oh, das ist aber angenehmer. Das finde ich deutlich angenehmer als jetzt in Dings. Ich weiß schon nicht mehr, wie es hieß. Scratches. So, mal gucken. Kann ich irgendwas machen? Wo bin ich jetzt überhaupt? Bin ich jetzt in dieser komischen Irrenanstalt oder was? Und wer bin ich überhaupt? Fragen über Fragen. Es gibt keine Klinke, um die Tür zu öffnen. Ich kann die Tür nicht öffnen. Es gibt keine Klinke. Oh, alternative Sätze werden gebastelt. Ah ja, doch, ich glaube, hier wird mir nicht so schlecht wie bei Scratches. Es gibt keine Klinke, um die Tür zu öffnen. Da war eine Lupe. Oh, okay, der Cursor verändert sich. Bin ich schon drin?
Leere. Ich habe das Gefühl, etwas in der Dunkelheit zieht mich zu sich. Unser Hund niest rückwärts. Habe ich gelernt. Ein seltsames Graffiti. Was soll das? Wer hat dieses Graffiti gemalt? Bestimmt der... Wenn ich jetzt noch wüsste, wie der Typ aus Infamous heißt, könnte ich sagen, der war das. Oh. Ich mach das gerade nicht. Was für ein herrlicher Raum. Erinnert mich an etwas. Ah, Gottes Willen. Oh nein. Diese. Verschlossen? Ein Albtraum. Yippie. Wieder ein Albtraum. In letzter Zeit träume ich so intensiv. Es wirkt alles so real. Schnell, sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Ja, steht da auch. Ich hab doch geklickt. Aber geh erstmal ans Telefon, das nervt. Wo ist es? Da. Eigentlich ist mein Handy. Ja. Ein Rechtsklick mit der Maus ruft das Inventarfenster auf. Führen Sie einen Rechtsklick auf das Handy im Inventar aus, um es zu benutzen. Arthur ruft mich an. Ja, Arthur? Endlich, Howard, wo warst du? Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen. Jerry? Ist ein Problem, Arthur? Love Norder ist letzte Nacht aus dem Krankenhaus entwischt. Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen. Komisch. Ich habe das Telefon nicht gehört. Hör deinen Anrufbeantworter ab. Ich habe dir Nachrichten hinterlassen. Egal. Was ist mit Love? Das weiß keiner. Er ist heute Nacht einfach verschwunden. Okay, ich mach mich gleich auf den Weg. Howard, alles klar bei dir? Ich war wohl ziemlich müde und habe verschlafen. Kein Grund zur Sorge. Bis dann, Arthur. Gut, bis dann. Klicken Sie die Schaltfläche Howards Verstand im Inventarfenster an, um Hinweise zu lesen. Was? Klicken Sie dann den Hinweis an. Boah, ist das klein. Arthur sagte, dass Loth Nola, Hauptverdächtiger im Clarkfield-Mordfall, letzte Nacht aus dem Krankenhaus geflohen sei. Dieser Fall bedeutet mir viel, denn ich bewundere seine Intelligenz sehr. Das wird eine echte Herausforderung, seine Flucht beunruhigt mich nicht. Das ist auch sehr witzig. Der Typ sagt, ey, ich hab dir ganz viele Nachrichten auf dem AB hinterlassen, hör mal ab. Egal, sagt er dann da drauf. Interessiert mich nicht. Dialoge? Ah, ich kann die nochmal... Ah, geil, ich kann Dialoge nochmal anhören. Das ist ja sehr cool. Okay, sehr gut. Radio... On-Off-Hand. Ich dachte, ich käme jetzt irgendwann so ein Rickroll oder so. Also, vielleicht soll ich das Radio ausmachen, mich hinten ab. AB abhöre. So, aus mit dem Radio. Ich hab nichts auf dem AB, der hat gelogen. Keine neuen Nachrichten. Das ist komisch. Hat Arthur nicht gesagt, er habe mir Nachrichten hinterlassen? Ja, eben. Oh, besser mal irgendwas. Scheiße, hab ich aus dem weggeklickt. Was sagt mein Gehirn? Keine Nachrichten. Obwohl Arthur meinte, er hätte mehrmals angerufen, man keine Nachrichten auf meinem Mannrufbeantworter. Sehr seltsam. Schubladen. Kann ich nur die obere aufmachen. Und da ist ich und meine Albträume drin. Meine Albträume und ich, du Grammatiktyp. Vorwort. Es gibt einige Zeiten, es gibt Zeiten, in denen man selbst gegen das Geheul der furchtbaren Sirenen immun ist. Und es gibt Zeiten, in denen sich schon ein hinter Wolken versteckter Mond eines Menschen, der in der Dunkelheit lebt, wie in einer Höhle, aus der Bahn werfen und erschüttern kann. Einen Menschen, kann ich sagen.
Plötzlich beherrschen Illusionen von längst vergessenen Mythen die Fantasie. So stellen sich manche Menschen urzeitliche Wälder mit tausenden unbekannter Lebensformen vor, düstere Städte, deren Leben schon vor Äonen endete, und Wüsten, in denen die höchsten Türme jener düsteren Städte jetzt nichts weiter sind als bloße Felsen, die nur die Spitze des Eisbergs sind. Sie wandern in riesigen Grüften umher, die ständig von Geruch des Todes erfüllt sind. Diese Orte erinnern daran, dass es einmal Schönheit und Pracht gegeben hat. Gleichzeitig sind sie der Beweis, dass Schönheit und Pracht nicht ewig wären. Einige Völker nehmen faszinierende und schreckliche Dinge wahr, die anderen verborgen blieben. Einige werden verrückt, andere verstehen die Zusammenhänge. Aber diese Dinge setzen sich im Verstand jener Menschen, jener fest, die sie nicht wahrnehmen wollen, und werden im Laufe der Zeit zu Mythen, die Bestürzung hervorrufen. Manchmal erhebt die Vergangenheit, die längst tot sein sollte, ihr hässliches Haupt und zeigt sich in Halluzinationen und Träumen. In solchen Situationen kann eine Person nur Frieden finden, wenn sie alles vergisst. Das Wichtigste dabei ist, dass die Zeit der beste Freund des Vergessens ist. Doch Freundschaften wären nicht ewig. Frieden ist ein Luxus, der nur durch ewigen Schlaf erreicht werden kann, wenn man keinen Göttertrank besitzt. Edwin Pickmann. Das verbrannte Haus. Wie viele Seiten sind das? Seht, dort steht es im Sonnenschein und mahnt, dass es noch nicht vergangen. Schwarz wie die Nacht ohne Mondenschein, vom Schicksal völlig umfangen. Einst sprangen lechzende Flammen heraus, und so ist es zum schwarzen Mahnmal verglommen. Erschütternde Schreie löschten das Lachen aus. Was als Flüstern begann, wurde als lautstarkes Horcht vernommen. Jenes lautstarke Horcht, allem Lachen ein Ende macht, die Schreie von Flammen verzehrt, das Dämonenvolk lacht. Vor den Augen derer, die entsetzt flohen durch die Nacht, übrig nur ein finsteres Mahnmal, das nun hier wacht. Die Zeit der siegreichen Hexe. Die Nacht wollte stürmisch und rau wohl sein, nach dem Tod von Harold Gallows, des Freundes mein. Erst zarte 18, lebhaft, sein Verstand so fein, man fand ihn tot in seinem Haus, ganz allein. Dann, als der Sturm toste, da hörte ich, o Grauen, o Schrecken, die ganze Geschichte. Über eine Hexe, die scheute das Tageslicht, sie wurde verraten, verbrannt und rächte sich. Sie lebte im Wald, ganz nah unserer Stadt, so dass nachts sich dort niemand je hingewagt hat. Und selten nur sah man sie hier auf dem Markt, man kann nicht sagen, dass sie uns je ein Leid antat. Doch die Jugend, die Angst nicht ersticken konnt, sie hetzten und wollten die Hexe verbrennen. Die Alten bremsten den Hass wie gewohnt und warnten, wer Hexen betrügt, lernt Unheil kennen. Die Jugend wollte nicht hören, war kein bisschen gnädig, rief Hexenjäger, dem Töten verschworen. Ohne Prozess steckten sie sie in einen Käfig, kein Wort entwich ihren Lippen, nicht Fluch noch Zorn. Die Flammen loderten und es wurde glühheiß. Da schrie sie vor Schmerz und rief ihren Fluch. Für diese Tat zahlen eure Kinder den Preis. Mit 18 schmückt sie das Leichentuch. So endet die Mär, doch der Fluch dauert an. 6 Kinder sind tot, das Hexenmal auf der Stirn. In derselben Nacht ward uns ein Kindlein geboren. Und dies Zeichen, so heißt es, begleitet ihre Wiedergeburt. 30 plötzlich gar nicht mehr. Entschuldigung. Das Zeichen hatte mich bei Harolds Tod schon entsetzt. Er starb nicht natürlich, streckte sich selbst da nieder. Wie steht seltsam gewesen, doch als ich ihn sah zuletzt, war er nicht er selbst. Ich kannte ihn nicht wieder. Jetzt reimt sich's doch wieder. Ich schlich in sein Haus und versteckte mich dort. Er kam heim still und leise bei Anbruch der Nacht. Ganz in Schwarz, todesbleich ist das Wort. Und sein Zimmer war völlig von Spiegeln bewacht. Ich folgte ihm nach oben, still wie ein Dieb. Was ich sah, war zu viel, erschütterte mich tief. Seine Tür war nicht zu, sein Rücken ich sah, doch das Gesicht im Spiegel vor Freude ganz rosig war. Er ritzte sich das Zeichen XI oder 11 auf die Stirn, durchschnitt dann seine Kehle ohne zu murren und stürzte zu Boden, noch zitternd vor Schmerz. Ich rannte davon mit entsetztem Herz. Dies ist die Geschichte meiner Seele Qual. Alles begann am 1. April 1699. An jedem Tag Harold sich dem Tod empfahl, und sicher wird morgen der Hexe Siegesnacht sein. Alter. Okay. Du musst ja auch nicht alle lesen. Doch, ich muss ja alles lesen. Da sind bestimmt Hinweise drin. Monsterauge. Ich sah den Mond ganz furchtbar und bleich, wie er mich anblickt aus seinem dunklen Reich. Ein starrender Blick, dem kein Blinzeln entweicht, erweicht, dem Auge eines monströsen Gottes gleich. Winde brüllten und jagten die Sterne hinfort, doch das Monsterauge ist immer noch dort. Als ob es mich hasst, so starrt es mich an. Da schrie ich, was habe ich dir angetan? Und das Auge erwiderte in misstönendem Reim, du warst verflucht, du Teufel, du des Teufels Lakai.
Doch weh mir, denn nun, da mein Licht dich sucht, seh ich, dass du es bist, der mich verflucht. Du dreister Räuber des Sonnenlichts, du bist vergänglich, ohne sie bist du nichts. Monster, lenk deinen Blick nicht zu mir, denn naht die Sonne, ist es aus mit dir. Der leblose, blasse, böse Wächter der Nacht schrie auf, dass sich die Wolken verbargen und die tosenden Winde plötzlich erstarben und lauschten, womit er mir nun Angst macht. Doch das Auge tat nichts, es starrt nur auf mich, als würde es sagen, verdammt sei, ich verfluche dich. Spüre ab jetzt nichts als meine Feindschaft zu dir, bis nur noch Wolken dir die Ewigkeit erleichtern hier. Und immer noch starrt es mich an jede Nacht, Monsterauge, sieh doch, wir sind gleich gemacht. Nur die Verdammten wandeln sicher in deinem Schein, bis die Sonne kommt, um uns Hindernis zu sein. Durch das Tor aus Horn. Jede Nacht, wenn ich den Kampf verliere gegen Gottes Hypnos, schickt Ikelos mir seinen Fluch. Eine Angst, mein Diadem aus Hörnern, das die Schatten erwachen lässt und Dinge herbeiruft. Aus modrigen, steinernen Gräbern, um den Frieden allen Lichts zu vertreiben. Lauernd sie rufen. Ich habe sie alle gesehen, durch des allgegenwärtigen Wahnsinnsblick. Brennend, taumelnd, um sich lästerlich drehend, grinsend, spottend, mit ruchlosem Gelächter, davongetragen von den Winden. Zu ewigen ätherischen Sphären von Düsternis, Kargheit und ketzerischer Fäule. Nun, aus der Entfernung scheinen sie unsagbar erhaben. Sie lauern und am Dunkel sich laben. Und aus ihren lichtlosen, steinernen Waben wird ihr drängender Ruf von Wind getragen. Aus der Tiefe der Ebene. O unendlich tief versunkenes Ding, ein zwielichtiger Nebel. Woher? Wer weiß, voller Ideen und Träumen. Sein Schnabel weist mir Dinge, die mir unsäglich sind. In der Stadt, die so tief schläft, ruht der grausige, tote Träumer. Doch unaufhörlich schleicht es und ruft durch die unbekannte Meere, durch die unbekannten Meere, die es unter dem Mantel verbirgt. Die unbekannte Meere. Ja, könnte auch sein. Mit Ä und A halt. Ich werde ausrasten. Heraustreten. Ich werde gleich ausrasten. Im tiefsten Schatten verstecke ich mich vor bösen Augen und dem Hass an sich. Doch bevor jener verfluchte Tag anbricht, aus dem Schatten trete ich. Ein Traum. Jenseits der Wolken des Bewusstseins träume ich in purpurnem Nebel. Von windigen Höhen stößt er herab ins Labyrinth meiner Seele. Meine Last zum Tragen zu schwer, mein fesselnder, trostloser Knebel. Schlägt zu, schreit, zischt und küsst mich doch sanft in meinem benommenen Nebel. Ein Nebel so hell, heller als der Sonne ewig brennendes Gesicht. Doch kalt, ruhig und sanft herabfallend wie des Mondes blaues Licht. Mein Dämon, meine Seele, einst Leuchtfeuer, jetzt kranker, finsterer Geist. Ich schaue still trauernd und während ich treibe, mein Weg zum Tod mich weist. Die Suppe, die Stimme, die Suppe. Das ist ein Gedicht über die Suppe. Eine Suppe war da oder ein Raunen ganz nah, hat Lügen mit Macht erfüllt. Im Bett aus Stein kann der Tote sein und bleibt vor dem Licht verhüllt. Dies war eine Phrase aus uralten Tagen, aus uralter düsterer Zeit. Im Schlaf, sagt man, wartet der Tote dann, bis der Tag des Erwachens heraneilt. Das ist sein Traumtagebuch, der schreibt seinen Albtraum immer in Reimen, in Gedichten auf, oder was? Das ist nicht sein Traumtagebuch, das ist ein Gedichtband von irgendeinem Typen. Ach so. Ach so, ich und mein Albtraum, okay, ich dachte, das wäre quasi, ne, ich und mein Albtraum, wo er das quasi immer aufschreibt. Nee, nochmal lesen. Kann ich das weglegen? Achso. Boah, sogar animierte Schublade, Alter. Ich habe jetzt keine Zeit zum Schlafen. War zum Schlafen ist immer Zeit. Erster Tag der Anfang, 5. November 2011. Ein Bild des Jungen und Berüchtigten, er starb letztes Jahr beim Autounfall. Er hatte eine große Karriere vor sich. Was? Leider, warte mal, kann ich nochmal anklicken? Achso, des berüchtigten Malers Heinrich. Alter, das ist schon Standard-Textgeschwindigkeit. Willst du mich verarschen? Ja, dann kannst du langsam machen. Harry oder? Wilcox, ein guter Freund von mir. So, meine Güte. Kannst du ja ändern. Nein. Aber wäre sinnvoll, dann kannst du das auch vernünftig vorlesen. Eine Uhr, die mir egal ist, aber ich kann sie mir nah angucken. Vielleicht geht es nur um die Uhrzeit, wa? Ein Bild, das ist auch sehr dunkel und gruselig. Als Albtraum tropf ich unaufhörlich, bis du in mir versunken bist, unwiederbringlich. Das Bild erinnert mich immer an dieses Gedicht. Mich auch, mich auch.
Ich sehe noch ein Buch und ein Bild. Wurde dieser Sound der Welt jetzt getriggert, weil ich das Bild aufgehoben habe, oder war da einfach gerade ein Hubschrauber? Zufällig. Einer meiner liebsten Gedichtbände. Hubayat. Oh, das kann ich nicht lesen. Das können mehr Gedichte lesen. Da bist du aber traurig. Und alle anderen auch. Kann ich einfach gehen? Achso, ich dachte, das wäre meine Wohnungstür. Da ist das Zimmer, in das ich nie reingehen darf. Autoschlüssel. Ein paar Cent will ich nicht. Nee. Geld brauche ich nicht. Wieso habe ich meinen Schlüssel in der Schublade in so einem komischen Kästchen? Wer macht denn sowas? Wer will denn so einen Scheiß? Okay. Man hört mir nicht zu. Doch, ich höre zu. Ich versuche nur gleichzeitig hier zu checken, was abgeht. Alter, ich habe gerade mal 10 Minuten angefangen. Du liest das schon länger. Du bist schon komplett schon dreimal durch. Das ist dummerweise nicht mal nur eine Komplettlösung, sondern eine 100% Komplettlösung. Es wird spaßig, das auseinanderzufummeln. Habe ich eigentlich kein Licht im Badezimmer? Also, da ist Licht, aber das kommt ja nirgendwo an. Ich glaube, du hast Durchfall. Ich habe auch so von einem Meter vor der Toilette habe ich da rein entweder gepisst oder irgendwas. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Druck. Druck auf Blase und oder Darm. Es gab nicht mal ein Achievement. Wofür? Ich pinkeln. Zu meinen Nachbarn rein? Ach, deswegen machst du nachts immer ins Bett, weil ich dir kein Achievement gebe, wenn du auf dem Klo gewesen bist. Schön, dass dir das nach 6 Jahren mal auffällt. Mann, hättest du mal vorher fragen können. Das ist seit meiner Beförderung mein Büro. Beliebige Taste drücken. Wellsmith ist ein ruhiges Fleckchen. Ich habe es meistens mit einfachen Fällen und langweiligem Papierkram zu tun. Doch dieser Fall ist anders. Ich muss zugeben, es macht Spaß, es mal mit etwas anderem zu tun zu haben. Okay, aber da haben wir erst das nächste Mal was mit zu tun. Das war die erste Folge von Darkness Within, nee, Evil Within, nee, was? Darkness Within. In Pursuit of Lord Nolder. Jo. Okay. Irgendwann, ich verspreche euch, in der letzten Folge kann ich das einwandfrei aussprechen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei diesem Spiel. Tschüsschen. Tschüss.